Begib dich zur Villa. Was zum Geier? Würde der mich dahin bringen? Das wäre interessant. Mokka-Kanne Amerikaner. Mokka-Kanne Kaffee-Latte. Oh wei, oh wei, oh wei. So, b-b-b-b-bäm. Und? Können wir dann los? Matrix 11 ist eine unterirdische Einrichtung. Der Suchradius ist riesig, also bereite dich gut darauf vor. Bist du ja. Ich bin schon ganz aufgeregt. Können wir aufbrechen? Können wir machen. Es ist alles vorbereitet. Die Titten wackeln. Klasse. Bei beiden. Endlich erleben wir die Alpha-Signalanzeige in Aktion. Entschuldigung. Ja. Wo kommt das denn jetzt her? Wenn alles funktioniert wie gedacht, erspart uns das viel Zeit. Alles klar. Dann bringe ich dich nach Matrix 11. Ja. Komm, Hände hoch, wenn nicht drauf geachtet hat. Nein? Nichts? Ja. Dachte ich mir. So, jetzt will ich noch mal ganz kurz Pipi machen. Bis gleich. Schön, dass das Spiel ohne mich spielt. Aber kann man mal machen. Das Xian-Erkundungsteam zur Durchquerung der großen Mist ist auf dem Weg zu seinem Ziel. Falls sich weitere Teilnehmer melden, die gekommen sind, um das Team beizutreten, sollten auch Xian zurückkehren. Ja, passt schon. Obwohl, warte mal, habe ich was für die Drohne? Nee, ne? Gut. Ich will aber in die Villa. Warte mal, hier war doch was. Okay, das gab nur XP. Aber eigentlich will ich doch hier noch gar nicht lang. Ja, komm. Wenn wir schon mal hier sind, sind wir hier. Warte mal. Ah, stimmt, ich kann jetzt den Doppelsprung.
Naja. Bis auf den Salto macht die jetzt der Doppelsprung jetzt auch eher vage. Letzten Theoren sind Theorem. Das letzte Theorem ist unbekannt. Ich habe wirklich wundersame Wahrheit über den Untergang der Kolonie herausgefunden. Der wahre Verräter sitzt im Weltall. Aber ich werde das hier nicht aufzeichnen. Dafür habe ich nicht genug Speicherplatz. Der wahre Verräter sitzt im Weltall. Ich habe hier eine ganz komische Vermutung. Ganz komische Vermutung. Ich bin mal gespannt, ob ich mit meiner These wirklich drin bin. Ob das da auch so ein Dingsbums gibt. So ein. Das Gebäude ist alt. Und das meiste funktioniert nicht. Wieso ist das unterirdisch? So ein Plot-Twist wie bei Nier Automata. Ja, es wurde zu einem, aber ursprünglich war es eine U-Bahn-Station. Mit der U-Bahn konnten sich die Menschen in der Stadt schneller fortbewegen. Also, als sie noch gefahren ist. Gut, dann holen wir uns den Alpha-Kern. Ich hab zwei. Warum ist das geschlossen? Kann noch nicht gelernt werden. Kann nicht gelernt werden. Weiß nicht, ob es eine gute Idee ist. Jetzt schon. Lilly, hast du den Kern gefunden? Moment noch. Ich analysiere die Kartendaten. Ich gehe erstmal raus. Hier irgendwas? Warum sind hier überall Fässer? Das ergibt in meinen Augen gar keinen Sinn. Das gibt in meinen Augen überhaupt keinen Sinn. Blauer Punktestecker. Was habe ich denn jetzt alles bekommen? Benutze die Omnibolzen. Wie, ich habe einen neuen Suit. Nee. Ups, nein, ich will... Zwei Kristalle Punkte, die miteinander verbunden waren. Ich habe keine Ahnung, ob das was bringt. Maximale Kapazität für alle Munition im Besitz. Angriffskraft verringert das gegnerische Sichtfeld. Beta-Ladung, zusätzliche Beta-Energieaufladung. Ich brauche unbedingt, ich muss die Dinger unbedingt erweitern. Warum kann... Ist das so blöd, dass ich das da nicht öffnen kann?
Bei so einem Schwert kann ich alles zermetzeln und zermalmen. Ganz ohne Probleme. Dass man hier rein kann und nichts findet. Pass auf! Bei dem alten Gebäude kann es sein, dass die Decke runterkommt. Da war doch noch irgendwo ein Roboter zu sehen. So, diese dreckigen Lümmel. Peter Los Plaza. What's a good time here? Okay. Nehme ich mal als interessant wahr. Ich habe keine Ahnung, ob mich das treffen sollte das oder. Das kommt ja sehr gelegen. Mitteilung über Transportverzerrung. Netzwerk ist sehr besonders. Wir konnten ausgefallen. Der gesamte Zug. Ja. Selbst wenn es hier schon. Oh, lass mich doch da hoch. Lassen wir die Tür offen stehen. Wir wissen nicht, was passieren wird. Ja, besser ist sich. Besser ist besser. Das war wohl einer der Arbeiter. Sehen wir uns um. Graves ist ja doch ganz lustig so als Champ. Hallo, ist hier jemand? Bitte hört mich denn jemand? Verdammt. Wurden alle ausgelöscht? Ich kann nichts sehen, es ist zu dunkel. Jeremy, richtig? Ich bin froh, dass du in Sicherheit bist. Warte, dein Gesicht. Ich würde sagen, Scheiße gelaufen. Moment. Ich hab was gehört. Oh, fuck. Leck mich doch, bitte nicht. Der Tiefer benutzt eine Leiche als Wirt. Warum hat er so eine dicke Keule in der Hand? Ich habe noch nie einen gesehen, der so etwas macht. Wir werden vermutlich noch mehr von denen sehen. Ach, hoffentlich nicht. Der Entwickler sagt doch. Na, nehme ich mit. Gut, haben wir einen Shortcut geöffnet. Das gefällt mir sehr. Okay, da ist noch eine Kiste. Die will ich natürlich mitnehmen. Das gefällt mir auch, diese Passagen, wo es halt nicht komplett Open World ist. Oh, das ist immer so knapp. Ah, nehme ich mit. Kann ich mir demnächst bald einen neuen Suit holen. Geh mal nach oben und sieh dich um. Das war's nicht wert. Eve, ich bekomme hier ein Versorgungssignal. Hm.
Ein Hinterhalt! Alter! Au! Alter, dieser kleine Wichslappen. Hat der mich erschreckt. Omnibolzen, geil. Ich habe etwas Ungewöhnliches gesehen. Meine toten Kameraden wurden wieder lebendig, aber sie sind keine Menschen mehr. Aus ihren Gesichtern kamen Tentakeln, als ob ihre Leiche wie eine Marionette gelenkt werden würde. Ja, das haben wir schon mitbekommen. Das muss die Eve sich ja auch noch mit Tentakeln rumärgern. Das ist ja widerlich. Hier liegen wieder Ölfässer. Nimm mich mit. Trotzdem will ich mal gucken, ob es hier noch irgendwas gibt. Nee, aber da hinten gibt es was Interessantes. Igitt. Und ich habe nichts zum Munition rausholen. Oh, leck mich doch. Ja, ich hätte es auch lieber gern mit anderen Sachen gemacht, aber naja. Das war echt ekelhaft. Halt dein Maul. Also, ekelhafter als sonst. Die haben sich auf den Zug ausgebreitet. Ignoriert er gerne Kisten? Hast du eine kassiert? Wir isolierten uns, um Gefahren fernzuhalten. Wir stellten Regeln auf, reduzierten den Abfall und halfen uns gegenseitig. Doch einige Erdbeben brachten den Tod an diesen Ort. Monster drangen durch die Risse ein, die entstanden, als der Boden in sich zusammenfiel. Wir haben hier also versucht zu überleben. Dahin muss ich. Ich will aber erstmal woanders da lang. Um zu gucken, ob ich da noch was finde. Roboter! Trinksystem-Erweiterungsmodul. Geil. Das gefällt mir. Ich glaube, ich kann mich bald ordentlich verbessern. Ich habe keine Ahnung, was du meinst mit ignoriert er gerne Kisten, aber nicht jede Kiste gibt Stuff. Thank you.
Tja, alleine können die nichts, diese Lappen, ne? So, da gibt's noch einiges. Das ist aber hier unten. Hier sieht's sicher aus. Ruhen wir uns aus. Sag mal, bin ich so blöd? Hier gab's auch einen Roboter. Ja. No, komm schon. Drohnen upgraden will. Geilomatigo. Super. Er mag die eine Kiste immer noch nicht holen, die in dem Einzug war. Ich habe keine Ahnung. Oh. So, hier haben wir alles. Das benutze ich tatsächlich am meisten. Ich kann nichts upgraden. Wenn ich mich ausruhe, sind die Dinger wieder da. Wetten? Ich habe keine Ahnung, was für eine Kiste du meintest. Aber na gut. Na, Nightjibber ist wiederbelebt. Scheiße. Das erinnert mich so ein bisschen an Dark Souls. Wenn du dich da ausruhst, sind die Viecher auch wieder da. Was? Was? Ey, ich war da meilenweit von entfernt. Da ist eine Kiste, da sind die Nightjibbers, die sind alle wieder da. Die haben wesentlich mehr Damage gemacht, als sie sollten. So. Ah, hier. Bin ich gar nicht reingekommen. Und hier auch. Ja, das sind Spuren von Menschen, die hier lebten. Ich frage mich, wie lange es wohl her ist, dass in diesem Tunnel ein Klavier zu hören war. Dingsbums. Haben diese Lappen denn überhaupt, ey? Einmal waren sie wieder da. Diese Schwanzmarke. Da unten ist ein Objekt. Ja gut, klar. Du weißt, was das ist. Au.
weiß zwar nicht, wie lange das hier schon brennt, aber... Naja. Die Nativas kennen keine Angst, deshalb geben sie auch nie nach. Angst wird durch das Ego geweckt. Doch Nativas sind keine Lebewesen, da sie nicht in der Lage sind, Angst zu empfinden. Also zögere nächstes Mal nicht, sie umzubringen. Alpha. R. Keine Ahnung. U. O wie Omega, glaube ich. Keine Ahnung, was das sein soll von mir aus. Wir sollten gut auf den Code aufpassen. Ja, den habe ich ja sowieso nicht speichern, aber... Ich mag diese... solche Gebiete... In Kombination mit Ödland und so ein Kram. Da kommen wir wohl nicht durch, außer wir finden eine Fusionszelle. Vielleicht haben wir weiter unten mehr Glück. Ja, ich weiß aber, was da unten auf mich wartet. Gucke mal. Die waren schwach. Als der Lift stehen blieb und sich die Tür öffnete, strömte strahlendes Licht hinein. Das Sonnenlicht brannte mir nicht die Haut weg. Es war warm und fühlte sich schön an. Das ist die Tür zum Paradies. Da bin ich mir sicher. Ich muss die Besatzung der Undercrew über diese überraschende Entdeckung informieren. Wurde denen gesagt, dass die... Wurde denen gesagt, dass die nicht ans Sonnenlicht dürfen? Die Mülldeponie. Das sind aber viele. Schätze vor dem Kampf erstmal die Lage ein. Da, schon wieder. Ey, willst du mich verarschen? Das war härter als erwartet. Alles gut. Es ist nichts. Lass uns die Kiste öffnen. Ich will aber in diese Kiste. Hahaha. Du stehst davor, klopfst drauf und das Spiel sagt einfach, nö. Wenn ich das erste Mal... Gib deinen Sicherheitscode in die Tür an der Mülldeponie ein. Ja, das habe ich schon... Bin ich schon dran. Alpha... Rodin? Ich habe keine Ahnung. Gamma. Unterirdisch. Omega, Gamma. Noch eine Fusionszelle. Na, so gut. So, und jetzt nach oben. Thank you.
Fuck. Endlich sehe ich das Licht. Und ein paar fies aussehende Natives. Ich bin nur eine Last, nutzlos und hilflos. Immer müssen mich alle beschützen. Ich will stärker werden. Ich will stark werden und die Menschen, die mir wichtig sind, beschützen. Oh nein, das machst du nicht. Fuck. Immer nur schwierig, wenn es mehrere auf einmal sind. Da ist noch so eine besondere Tussi. Ich habe ein Problem mit Munition. Besonderer Mensch. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Vieh ist. Aber da gibt es irgendwas. Körperzelle, glaube ich. Hey! Ja, Körperkern. Einen noch und dann gibt es wieder mehr EP. HP, Entschuldigung. Lager! Ein Lager! Oh, cool! Das mit den Vita-Coins hätten sich für die Lager eigentlich sparen können, weil in jedem Lager, was du aktivieren kannst, gibt es eine Vita-Coin. Dass du es auch ja benutzen kannst. Also hätten sie lieber die Vita-Coins rauslassen können. Oh, fuck. Schrot habe ich genug, ne? Aber kann ich generell nicht aufnehmen. Ist auch komisch. Warum kann ich hier Sprengpatrone, Schrotpatrone und Stachel kann ich nicht benutzen? Die im Fernkampf wurde von Stachelraketenaufsatz abgefeuert werden kann. Nativas wurden wiederbelebt. Na super. Stachelrakete, Blasterzelle und Railpatrone, ja. Ja, die Anleitung interessiert mich relativ wenig, auch die Dokumente. Dass sie gestorben ist, ist schade. Ein und dasselbe? Reil und Quail, oh wei. Raven kenne ich gar nicht, oder? Doch, stimmt, das war das Hologramm. Ja, ich würde gern... Oh nein, oh nein, oh nein, oder? Eve, die Karte ist wiederhergestellt. Wunderbar. Aber die Straße endet hier. Hm. Aber das Signal vom Kern führt zu der Straße da oben. Dann müssen wir da irgendwie hoch. Warte, du willst echt dort hoch? Ja, warum denn nicht? Ah, ich dachte schon, da kommt jetzt ein Riesengegner. Money, money, money. Die Frage ist nur, wie kommen wir da hoch?
Oh wei, oh wei, oh wei. Sicher? Ein falscher Schritt und das war's. Alles gut. Heilige Scheiße. Ah, ich kann mich auch herabhängen. Holy shit. Vielleicht gibt es ja noch mehr Waffen, die du machen kannst. Ja, muss ich mal gucken. Bis jetzt. Eve, was auch immer du tust, schau nicht runter. Dein Ernst? Schau nicht runter. Dein Ernst? Finde ich cool, dass er darauf reagiert hat. Ich sehe ein Seil. Ja, aber ich will da eigentlich noch gar nicht hin. Ich will gucken, ob ich da rüber kann. Ich hab doch... Ich hab den Scheiß auch gedrückt, ihr Kacklappen. Wir müssen arme, unschuldige kleine Roboter killen, damit uns... Damit wir was kriegen. Alter, Drohnen-Upgrade-Modul. Wir haben so viele von den Dingern jetzt gekriegt. Wenn ich jetzt nicht bald meine fucking Drohne upgraden kann, dann... Kriege ich aber echt einen Krampf, ey. Ich brauche ein größeres Lager. Hallo, ich laufe nach vorne. Mein Controller. Er kann sagen, was du willst. Der normale PlayStation-Controller ist von der Akkuleistung her für den Arsch. Weder die Joy-Cons waren so eklig. Noch, noch mein Controller von, noch mein Xbox-Controller. Obwohl ich sagen muss, der Xbox-Controller, naja. Das Einzige, was ich bei Sony aber bemängle... Ich habe ein ganz mieses Gefühl. Bei der... Es geht nicht anders. Bleib dicht bei mir. Oh. Das war knapp. Hältst du durch? Kein Problem. Alter, diese Sicht, ne? Das war doch extra gemacht. Ja, das hat sie jetzt... Ich glaube, wir haben für diese Folge. Ich glaube, wir haben das richtige Outfit für die Situation gewählt. Lauf! Also, ich habe sie extra für kleinen Sascha gemacht. Auf jeden Fall. Das wird's gewesen sein. Genug Aufregung für einen Tag. Ach, Adam. Das war knapp. Ist eigentlich interessant, Danke. Dass er Adam heißt und wir wow, Eve. Vielleicht etwa Dank? Daran könnte ich mich gewöhnen. Hat
Weißt du, das ist dieses Adam und Eva-Prinzip. Nochmal alle Munitionstüten, die ich schon hab. Geh zu der Tür da. Ach nee. Ein Versorgungsplan. Machen wir diesmal eine Pause. Ah, ein gutes Versorgungsding, super. Das gefällt mir. Was haben wir hier? Alltagsstrickbekleidung. Das ist keine Alltagsstrickbekleidung. Schild regeneriert schneller, wenn du Verteidigen nutzt. Schwierig. Wie viel? Oh, 5. Jawohl. Interessantes Outfit, würde ich sagen. Ja, da kann ich jetzt nicht mehr viel machen. Jawohl, das wollte ich wissen. Wie weit ist es noch bis zum Alpha-Kern? Hey, oh, nicht mehr weit. Hey, stress mich nicht, wenn ich arbeite. Ich weiß, dass du eine Pause machst. Und das ist sicher der richtige Weg? Ich kann auch navigieren. Wie wär's, wenn du deinen Job machst und ich meinen? Es reicht. Hört auf damit. Alle beide. Gehen wir. Oh, wei. Das hört sich ja grausam an. Ich muss mal später mal gucken, ob ich die ultimative Sünde begehen kann. Und zwar würde ich gerne das Kabel von meiner Xbox 360, von meinem Xbox Controller an die Station der Switch anschließen und damit meinen PlayStation 5 Controller zu laden. Und damit meinem kleinen Bluetooth Wireless Dongle den PlayStation Controller am PC anschließen und damit, damit irgendein PC-Spiel, was nichts mit Konsolen zu tun hat. Das ist der Zug, Fred. Steuern. Noch ein Beben. Na los. Warte, mach langsam. Kannst sagen, was du willst. Ich finde dieses Outfit hässlich. Irgendwie. Ich weiß nicht. Nehmen wir mal wieder das hier. Alter Schwede. Ich will zwar nichts sagen, aber ja. Money. Hey!
Sausack. Naja, ich weiß nicht, das lohnt sich einfach nicht. Oh, fuck. Ich finde, der Fernkampf lohnt sich hier aktuell noch nicht so richtig. Warte mal, geht's hier weiter? Weiß ich gerade gar nicht. Da ist noch eine Kiste. Hier auch. What the fuck? Aber eine Sache muss man sagen, die haben das Hacken hier ein bisschen anders. Die haben das immer ein bisschen anders gemacht. Das muss man echt... das muss man denen echt lassen. So, ich habe ein Munitionsproblem. Sascha war auch so, ich verschieße einfach alles direkt, was ich habe. Klar, kennst mich doch. Deswegen habe ich ja ein Munitionsproblem. Ich muss ja auch die Situation schaffen, dass ich mich darüber aufregen kann, ein Munitionsproblem zu haben. Ich meine, komm schon, bloß. Wer sonst als Sascha? Warum heiße ich nicht Quackmeier? Wer sonst als Quagmire? Quagmire, gegedi, go. Ah, da muss ich durch den Zug. Manchmal ist da was drin. Nicht viel, aber ein bisschen was. Das hat sich zum Beispiel gelohnt. Aber ich muss hier lang. Oh, komm schon, wirklich. Also ja. Könnte man mal probieren. Eve, guck mal kurz nach draußen. Völlig trostlos. Ich vermisse das überfüllte Zion. Ich kann mir das aber auch nie recht machen, oder? Na komm, schon drauf geschissen. Ich muss irgendwie in den Zug hier. Da ist ja noch so ein besonderer Mensch.